Moin zusammen und willkommen bei einem neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll. Ja, ihr seht es, Black or White, das ist der Jens, das ist sein Tesla, das ist mein Taycan. Und was haben wir vor? Wir tauschen die Autos und das nicht nur für einen Tag, sondern für eine Woche. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, nach dem Intro geht es sofort los mit einer kleinen Erläuterung dazu. Ja, ich habe es eben eingangs erwähnt, Tesla-Fahrer Jens vom Kanal Move Electric hat gesagt, du, pass mal auf, Porsche Taycan, interessantes Auto, aber eigentlich foppt er mich immer von wegen, sieht nett aus, hat eine ganz schlechte Software. Stimmt auch, aber ist egal. Ich wiederum habe ständig zu meckern an der Qualität von Teslas und dass man auf dem Lenkrad irgendwie komisch blinken muss. Also nehme ich den, er nimmt den und nach einer Woche gucken wir dann in einem ehrlichen Fazit, wie es uns ergangen ist. Sein Video zum Porsche könnt ihr bei ihm auf dem Kanal gucken. Mein Video zum Thema Tesla, Porsche-Fahrer am Tesla, das seht ihr jetzt hier. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. So, Stefan, jetzt sitzen wir also im Model S. Bist du schon aufgeregt? Ich harre der Dinge, die da kommen. Ja. Ich sehe nur einen riesen Bildschirm, Mann. Ja, hier gibt es ja auch noch einen Tachobildschirm, anders als beim Model 3. Tatsächlich, also das entspannt mich tatsächlich. Ja, es ist total angenehm, muss ich auch sagen. Okay, jetzt wollen wir also ein Fahrerprofil erstellen. Und wie einfach das geht, das zeigen wir euch jetzt mal. Also ich habe hier die Tesla-App. Genau, starten wir eben eine Bildschirmaufnahme, dann seht ihr das hier gleich im Screen. Muss auch gucken, über wen ich das lege. Genau. Wahrscheinlich über den alten Mann hier mit der Brille. Aber mach mal. Pause. Dann starten wir die Tesla-App. Da haben wir jetzt mein Auto, Blackbeard heißt der Wagen. Und da gibt es dann einen Menüpunkt Sicherheit und Fahrer. Klicken wir drauf. Und da gibt es dann Fahrer verwalten. Drücken wir drauf. Und dann gibt es hier einen Button Fahrer hinzufügen. Drücken wir drauf. Möchten Sie eine Einladung erstellen? Jawohl, will ich. Erstellen. So, jetzt kann ich per WhatsApp eine Einladung an Stefan Schwung schicken. Zack. Weiter. Senden. So, du müsstest jetzt eine Einladung bekommen haben. So, jetzt machen wir parallel bei mir erstmal eben. Ich mache auch mal eine Bildschirmaufnahme, starte mal eben. So, Jens Zippel hat mir eine WhatsApp geschrieben. Ich teile meinen Tesla mit Ihnen. Tippen Sie zum Akzeptieren auf den Link. Zack, die Tesla-App öffnet sich bei Stefan. Genau. So, und ihr seht, ich habe sofort Blackbeard bei mir im Handy drin. Erfolgreich abgeschlossen. Erfolgreich abgeschlossen, Fahrzeug wurde hinzugefügt. So, ihr seht jetzt hier, also 81% passt, hat er, ne? Und jetzt könnte ich hier einen Handyschlüssel einrichten zum Beispiel oder so. Genau, ne? Das wollen wir ja auch, einen Handyschlüssel einrichten. Ich gehe auf Einrichten, wird bestätigt, fertigstellen, Bluetooth, Blackbeard mit dem iPhone koppeln, das müssen wir mal gucken jetzt hier. Möchte Bestätigung? Ja, erlauben. Grundsätzlich mal erlauben. Und jetzt seht ihr schon, Handyschlüssel verbunden. Und jetzt klicken wir hier mal auf das Profil. Ja, ist noch nicht da. Zuletzt synchronisiert vor 11 Minuten. Ja, sagt er hier auch, zuletzt abgerufen vor 11 Minuten. Okay. Also, aber wie gesagt, also ich kann im Prinzip, ich kann jetzt hier aufs Fahrzeug gehen. Ich könnte das vorne öffnen, hinten öffnen. Ihr seht das schon, ich könnte die Hupe betätigen. Ich kann also hier tatsächlich schon überall auf die Klimaanlage jetzt hier, könnte ich 21 Grad, ist es gerade. So, jetzt steht hier, Stefans iPhone 13 wurde als Schlüssel für ihr Fahrzeug eingerichtet. So, jetzt könnten wir hier gucken. Ne, ist immer noch nicht da. Wieso ist der denn noch nicht da? Vielleicht dauert das noch ein paar Sekunden. Aber hier ist es schon. Hier ist schon, ja. Stefan, iPhone ist schon da. Fahrerprofil ist noch nicht da. Fahrerprofileinstellungen. Da. Stefan ist aber schon da. Tesla-Profil einrichten. Ach so, jetzt müssen wir das Profil einrichten. Ja, genau. Ich stoppe mal die Bildschirmaufnahme. Genau. Die brauchen wir jetzt hier. Also, Telefon ist aktiviert. So. Jetzt haben wir hier, ich filme das mal auch mit dem Handy. Das spiegelt ganz schön. So, jetzt haben wir hier das Fahrerprofil. Jetzt muss natürlich Lenkrad, Spiegel und so alles einstellen. Das heißt, Tesla-Profil einrichten, Einstellung des vorhandenen Profils kopieren. Also wir können jetzt von Luca oder von Nasilla das Profil kopieren, das wollen wir aber nicht. Wir wollen ein neues einrichten. So, so. Und jetzt war Spiegel einstellen. Also, jetzt sagt er mir hier, ich soll die Bremse betätigen. Nee, du sollst die Spiegel einstellen. Er sagt Bremse betätigen und halten? Oder ja, du musst diesen Bildschirm beachten, nicht den. Du willst ja jetzt nicht fahren. Also das ist jetzt der rechte Spiegel, den du einstellst, weil du hier rechts hast, ne? Ja, rechts. Genau. Ja, guck mal, jetzt ist links.
Aber die sind eigentlich gut. Eigentlich so. Okay. Speichern. So, das war's. Kannst du zumachen. Und jetzt kannst du das Lenkrad einstellen. Dazu muss ich mir erstmal den Sitz. Ich bin gar nicht so viel kleiner wie du, aber irgendwie sitzt du weiter hinten als ich. So, heraus ist so. Und. Ja, ungefähr so würde ich sagen. So. Aber du musst dich mal waschen, du bist ja völlig dreckig hier. Alles schmutzig da. Speichern, so. So, fertig? Fertig, genau, haben wir gespeichert. Ja. Kann auch zumachen. Kann was zumachen. So, jetzt und bist du im Prinzip schon so gut wie fertig. Hier steht auch schon Stefan S. hier oben. Da. Tatsächlich. Und jetzt kannst du natürlich noch Dinge einstellen bei deinem Fahrzeug. Was weiß ich hier, den Sitz nochmal einstellen. Ist der soweit gut eingestellt? Den hatte ich jetzt gerade eben schon mal eben hier eingestellt. Verstell den nochmal ein bisschen, vor und zurück meinetwegen. So, es gibt hier Speichern. Siehst du, Speichern, Abrufen, so, Speichern. So. Hast du mir vorhin erklärt, also ja. Ich bin da, ich brauche Kilometer und dann sagst du mir, nee, ist aber nicht Kilometer. Wirklich die... Ja. In diesem Auto braucht man eigentlich keine Kilometer. Ja. So, hier haben wir die Trips, da kannst du die zurücksetzen, entweder, ja, du kannst, ich würde sagen, bitte Winter, wohl, es hat sich, glaube ich, erledigt. Nee, du kannst alles zurücksetzen. Okay, gut. Ich brauche davon nichts. Du kannst alles zurücksetzen. Gut. Navigation, automatische Navigation, Routenplaner, Online-Routenplanung, Blitzerton ist neu. Seit dem letzten Update gibt es eine Blitzerwarnung. Ups. Das dürfen wir aber gar nicht benutzen hier in Deutschland, glaube ich. Weiß ich nicht. Das ist ein Joe-Modus. Joe-Mode ist, die Lautstärke der Warntöne wird reduziert. Ah. Weil ein Joe mal getwittert hat, ey Elon, meine Kinder wachen immer auf, wenn hier der Autopilot angeht, kannst du die nicht leiser machen, die Töne. Und hat Elon gesagt, gute Idee, er hat ja selber 5 Kinder. Aber mega, oder? Und dann hat er gesagt, wie hieß der User Joe? Ah, nennen wir das Joe-Modus. Und seitdem heißt das Joe-Modus. Was ist das denn, ey? Gut. Hast du noch Fragen? Nein, ich glaube auch wirklich, ganz viel muss man sich dann auch irgendwie selber beibringen. Also, was du mir ja vorhin schon gezeigt hast, ist tatsächlich das Thema Blinker im Kreise, das Thema Hupe und wie ich überhaupt einen Gang gleich einlege, wenn ich jetzt zum Beispiel die Bremse drücke, hier, in welche Richtung ich fahren will, ist für mich alles eine Umgewöhnung natürlich, ne? Also, das ist das sogenannte Neuland. Ja. Musst du nur drauf tippen, ja, auf das P, ne? Musst du drücken auf P. Ja, ich weiß tatsächlich noch nicht, wie ich das mit den Prozenten finde, das ist für mich tatsächlich eine Umstellung. Also du musst einfach wissen, dass du mit diesem Wagen, wenn du den jetzt nicht mit 250 fährst, kommst du in der Regel 400 Kilometer mindestens auf der Autobahn. Ne? Ich muss bis zu meinem Ziel nicht laden. Also. Und wenn du 10% hast, weißt du, es sind 40 Kilometer. Da kannst du das natürlich ausrechnen. Aber selbst wenn du noch 20% im Akku hast, damit lade ich ja nicht. Ja. Was soll ich mit 80 Kilometer Reichweite noch laden? Da fahre ich noch 50, ja, 60 Kilometer. Ja, genau das ist es ja, ne? Aber es ist, wie gesagt, von der Reichweite her mit dem Model S hier, ist es wirklich so, da muss man sich echt keine Gedanken machen. Ich werde das jetzt einfach mal so annehmen. Ich mache die Tour, wie gesagt, also jetzt, wenn ich nach Hause fahre und dann morgen einmal losfahre oder so, werden wir sehen.
Und das Geile ist eben, also ich finde das immer wieder im Vergleich zu allen anderen Autos, also egal welches, ja, ich sag euch, also Echtzeit, wirklich. Das ist einfach Echtzeit. Ja. Du willst irgendwas wissen, du willst irgendwo hinscrollen und du hast Echtzeit. Du wartest nicht eine Sekunde. Ja, weil du das, was du gezeigt hast, du kannst das hier groß machen, ne? So, dann schiebst du das hier rüber, so. Er navigiert immer, also er bringt die Navigationskarte immer wieder da, wo nichts... Ja, du machst jetzt Spotify groß und dann hast jetzt hier deine Navigationskarte. Es wird aber nicht wirklich verdeckt. Also du forderst ihn jetzt ja wirklich schon raus, aber trotzdem schiebt das so hin, dass du noch maximal viel sehen kannst, so, ne? So, dann kannst du es wieder klein machen, so, und dann schiebst du es hier wirklich, du schiebst es ja so easy rüber, jetzt, die haben sich beiseite geschoben, ne, also ich kann den auch nach da wieder schieben oder nach da. Also das ist schon... Interface-mäßig ist es einfach so, wie man es vom iPad kennt. Ja, ja, genau. So sehr Apple nachempfunden, ja, es sieht auch eigentlich fast genau aus. Aber auch von der Schnelligkeit her, das ist ja das Erstaunliche, das ist cool. Guti. Ja, das ist übrigens neu, hier siehst du die Strecke und hier siehst du diese roten und orangen Striche, das ist sozusagen die Verkehrssituation bis München. Ja. Mega gut. Und der Pfeil wandert mit, ne? Okay, das heißt, der bleibt immer gleich und der Pfeil bewegt sich auf dem blauen. Genau. Mm, okay. Ja. Cool. So sieht's aus. Gut. Ja. Also, ich muss schon sagen, tatsächlich, also sehr übersichtlich, ohne Scheiß jetzt. Also, du gehst ja wirklich Punkt für Punkt durch. Du wirst gleich merken, wenn wir im Porsche sitzen, es geht nicht so schnell. Untermenüs, Untermenüs, verschachtelt. Du gibst mehrere Wege nach oben. Ich werde dich nicht so schnell da durchführen können, wie du mich jetzt hier gerade durchführst. Alter, wie lang soll das Video denn werden? Wir können vielleicht Zeitraffer machen daraus. Ja, ja, okay. Aber das eine zeigen wir nur bei mir und das andere zeigen wir nur bei dir. Insofern, du musst mir bei dir im Video ja nicht zeigen, wie ich jetzt hier mehr mit dem Tesla an. Das gucken vielleicht auch Leute, die keinen Tesla kennen. So. Ja. Weiß ich nicht. Oh, ciao, Stefan. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. So, Leute, unterwegs im Model S. Erster Eindruck jetzt gerade. Es rollt deutlich lauter ab als mein Taycan. Und ich dachte beim Taycan schon, der ist jetzt nicht leise mit seinen dicken Walzen, aber das ist tatsächlich hier noch ein bisschen lauter. Eben beim Rangieren beim Jens, das werde ich euch aber noch mal gleich in der Garage zeigen, ist es tatsächlich gar nicht so schlimm, sag ich mal. In 200 Metern links abbiegen auf Lilienthaler Heerstraße. Ist es gar nicht so schlimm tatsächlich mit dem Vision Only. Du merkst halt wirklich nicht, ob es jetzt, ich sag mal, einen physischer... Jetzt links abbiegen auf Lilienthaler Heerstraße. Ja, mach ich da, alles gut. Ob es ein physischer Sensor ist oder ob es Vision Only ist. Also das war eigentlich alles echt gut bisher. So. Mit den Blinker habe ich schon dreimal ins Leere gegriffen und ich habe bestimmt erst viermal einen Abbieger gehabt. Und ja, Auto holt, hat er glaube ich automatisch. Ich habe es automatisch. Also ich drücke natürlich mal in das Bremspedal durch. Musste ich gar nicht, weil ist so. Blinker ist ausgegangen. Blinker wieder anmachen. So. So viel erstmal die allerersten Eindrücke hier im Model S. Versuch mal nach Hause zu kommen jetzt. So, Rekuperation natürlich deutlich anders als im Tesla. Porsche natürlich, hier im Tesla meine ich, deutlich anders als im Porsche. Der Porsche ist ja bewusst eher ein, schon wieder ins Leere gegriffen mit dem Blinker. Ne? Ich wollte einen Überholvorgang jetzt hier machen. In 200 Metern rechts abbiegen auf Autobahnzubringer Hornlehe. So, sorry, muss bei ihm, also mit dem Blinker da, ich hoffe, dass ich da bald richtig drin bin. So, also Rekuperation deutlich stärker, jetzt typisches One-Pedal-Fahren jetzt hier im Tesla. Im Gegensatz zum Porsche, die ja bewusst immer sagen, das ist ein Fahrerauto und der will mit dem Fuß gebremst werden. Der bremst halt runter bis auf Stillstand und das hast du halt beim Porsche nicht. Ne? Beschleunigung, also ohne Frage. Super. Das mit dem Blinken ist halt echt so eine Geschichte, ne? Also, mal eben schnell auf die Autobahn und so einen Blinker setzen, das ist halt so drinnen, ne? Dass man so, und hier wischt man dann erst was leer und denkt dann, ja, nee, okay, musst du anders machen. Ja. Aber sonst fahrwerkstechnisch. Also jetzt fahrgeräuschtechnisch, ich weiß nicht, ob ihr das hört, ich hebe meine Stimme auch schon gerade so ein bisschen, weil ich jetzt auch kein Mikro dran habe und direkt nur in die Kamera rede, ist der tatsächlich Innenraum deutlich lauter. Also ich fahre jetzt 130 gerade und
höre schon leichte Windgeräusche, die sind beim Porsche dann eher bei 200 zu hören. Aber ich kann es nicht noch sagen, aber ja, ist halt so. Und er ist tatsächlich, obwohl ich das Fahrwerk ja auf Komfort gestellt habe, finde ich ihn sehr hölzern im Abrollen. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, geil, ist ja eine richtig schöne Sänfte, schöne Limousine, richtig schön komfortabel. In 300 Metern nach links auf die Auffahrt Autobahn Zubringer Überseestadt fahren. Wundert mich schon so ein bisschen, dass er tatsächlich da ein bisschen rustikaler, möchte ich es mal eben sagen, ist. Ja, über die Software müssen wir uns nicht streiten. Also ich habe jetzt mal eben nebenbei, wo ich jetzt hier mit euch das Video aufnehme, habe ich mal eben die Navigation beendet, weil ich ja weiß, wo ich bin. War nämlich vorhin nicht ganz sicher, wie ich jetzt am schnellsten zur Autobahn komme, aber wenn ich dann da bin, weiß ich, wo ich hin muss. Vor allem gerade, wo meine Sonnenbrille ist. Ich hoffe, ich habe sie in die Tasche getan. Aber gut, das hat Jens jetzt meine Sonnenbrille. Egal, Karl. Was wollte ich sagen? Also, das sind so jetzt gerade mal so die ersten Eindrücke von heute. Wir fahren jetzt nochmal eben gleich in die Tiefgarage rein und dann auf meinen Parkplatz. Das wird mit Vision Only nochmal spannend, aber vielleicht auch eben gar nicht. Gucken wir mal. Also die Anzeige hier mit dem Verkehr. Neben mir steht tatsächlich ein Bus. Da hinten sind Fußgänger, eben den Fahrradfahrer da, den habe ich auch gesehen. Ist schon geil. Ganz interessant, er hat jetzt hier irgendwie in der Straße, die hier durch die Überseestadt führt, die Konsul-Schmidt-Straße, Tempo 30 erkannt und jetzt blinkt er mal die ganze Zeit und der, ist nur 30. Also er piept, nee, ist schon mal gut, aber hier ist 50 erlaubt und nicht 30, also so ist das halt. Boah, diese Karre knirscht. Aber ich mal gerade hier. Hört ihr das? So, jetzt muss ich hier aber rum. So, jetzt kommt die Abdeckung. So, und das neben der A-Klasse, das ist mein Parkplatz. Da muss ich jetzt rein mit der Karre. Hier, da muss ich genau rein. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Also, die Tiefgarage erkennt er gut. Die Autos zucken alle ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Mir geht es jetzt ja ums Einparken. So. Zack. Jetzt hier im Display. Ne? Hier im Display. Rückwärts. Da ist Vision Only. Jetzt müssen wir gucken. Oh Gott. Also, ich muss vorne gucken, ich muss hinten gucken. Also, das ist jetzt für mich das wirklich das allererste Mal. Ich kenne die Dimension von dem Auto ja natürlich nicht wirklich gut. Fahre auch viel nach Außenspiegel tatsächlich gerade. Obwohl, hier finde ich das schon sehr, sehr gut dargestellt, dass ich da wohl an dem Pfeiler vorbeikomme. Wie gesagt, die ganz so schön ist ein Leasing-Auto, macht mir ja keinen Kratzer rein. Ja. Im Spiegel bin ich am Pfeiler vorbei. Also, was ich gut finde, er fängt nicht an zu piepen und zu motzen wie mein Auto. Hier würde mein Auto jetzt schon durchdrehen. So, jetzt muss ich den Zirkel so kriegen, dass ich an dem Pfeiler hinten vorbeikomme da. Dann stehe ich ziemlich gut parallel. Muss aber natürlich auch gucken. So, jetzt piept er, weil ich zu nah dran bin. Jetzt muss ich mal eben nach vorne swipen. Um den gerade zu stellen. Muss ich mit dem Porsche manchmal auch mal. So. Und jetzt wieder nach hinten. Ups. Jetzt sind die Linien wieder da. So, Spiegel ist ihm egal. Beim Porsche würde jetzt schon wirklich alle Alarmglocken gehen. So. Hier unten seht ihr, wie ich da dran vorbeizirkel. Und jetzt seht ihr unten die Linie. Ich würde mein Auto jetzt hier so hinstellen. Und jetzt so, einmal Vergleich Porsche. Inzwischen ist die A-Klasse ein bisschen angewachsen. Hat jetzt einen Kofferraum hinten dran.
musst du schalten auf R. So, das ist diese Optik des Porsches. So, ich bin hier gut dran vorbei, das seht ihr jetzt hier im Spiegel. Ihr hört, das sind überall jetzt Piepen erstmal hier, Piepen, da Piepen. Nächste Piepen. So. Gerade stellen. Abstand zum Nachbarn ist gegeben. Abstand zum Pfeiler ist gegeben. Zurücksetzen. Er piept die ganze Zeit. Und ja, das war einmal ein Parken in meine Parklücke mit dem Taycan. Deutlich unruhiger, aber das ging heute noch. Also manchmal sitzt er da auch einfach die Bremse. So, Auto steht. Ich habe auf P geschaltet. Ach so, juckt, sorry. Und jetzt gucken wir uns mal eben an, wie ich stehe. Weil, so wie ich das eben auf dem Bild gesehen habe, so würde ich es mit meinem Porsche parken. So, dazu gehen wir mal raus. Nirgendwo andotzen. Passt. Öffnungswinkel ist gut. Also, ist wirklich gut. So. Na, das passt doch. Das sieht doch gut aus. Oder? So. Jetzt gucken wir mal vorne. Bisschen steht da über, aber völlig okay. So. Insofern, alles tutti, würde ich sagen. Das hat schon mal geklappt. Und das hat gut geklappt. Mein Porsche hat mehr Alarm gemacht. Ein Thema noch ganz kurz. Ich habe eben die Sachen ausgeräumt und das hat mich dann noch ein bisschen beschäftigt. Tatsächlich, so. Die Türen, Leute. Hab die Tür mal eben aufgemacht. Und das ist tatsächlich, der wiegt 200 Kilo weniger als mein Auto, das merkt man. Also allein die Tür hier, wenn man die so zumacht, also sie ist so leicht, hört ihr es? Das ist nicht satt. Ja, also das ist wirklich ein deutlicher Unterschied zum Porsche. Der hat ja ganz andere Türen, ne? Die fallen satt ins Schloss, BMW auch und so weiter. Ja, ist mir nur aufgefallen, soll kein Meckern sein.